Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir haben uns schon eine ganze Menge angesehen. Es fehlen noch ein paar Sachen, klar, und es wird jetzt auch immer komplexer. Eine ganz wichtige Sache, und ich denke, da habt ihr euch schon gefragt, wann kommt das? Das sind die Menüs, das sind die Leisten, die man oben unterhalb des Bildschirmrandes hat und wo man sich ganz viele verschiedene Befehle reinpacken kann, wenn man sie programmiert, beziehungsweise als Benutzer sucht man ja dort dann immer als erstes, was kann ich mit diesem Programm noch tun. Und dazu sind Menüs da und dazu zeige ich euch, wie man ein Menü installiert und auch noch, wie man die die Untermenüs in das Menü hineinpackt. Wie man in den Untermenüs das auffüllt, das zeige ich euch im nächsten Video, sonst wird das wieder zu lang. So, aber erstmal hier zeige ich euch, dass das eine ganz einfache Sache ist. So, nochmal zur Erinnerung, ein Menü. Ganz klar, hier oben habe ich also ein Menü mit insgesamt 7 Untermenüs. So, und wenn ich die aufklappe, dann bekomme ich hier verschiedene Möglichkeiten, was ich mir auswählen kann. So, und genau das wollen wir jetzt, oder sowas Ähnliches wollen wir jetzt auch programmieren. So, dazu gehen wir jetzt mal in unser Programm hinein. Und ihr seht schon, ich habe mir hier so ein bisschen was vorbereitet. Das Hauptfenster, klar, das muss definiert werden. Dann habe ich mir hier das Menü definieren, dann das Untermenü Datei, das kommt im nächsten Video, das Untermenü Edit und dann hier unten Widgets sichtbar machen. So. Und wir fangen jetzt gleich mal an. Ein Menü definiere ich durch den Befehl Menü und das weiß ich dem Root zu, also dem Hauptfenster. Und für das Hauptfenster ändere ich jetzt eine Variable. Ich mache das mal mit Menü, mit root.config. Ich könnte das auch anders machen. Und dem sage ich einfach nur durch den Befehl Menü, das ist also die Zuweisung, zu dem kommt jetzt das Menü 1, also das, was ich eben definiert habe. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, ich nenne das mal Leiste, weil es ansonsten kann man das echt schlecht auseinanderhalten. Also Leiste ist meine Variable und Menü ist sozusagen sind diese typischen Zuweisungsbefehle, die Optionen, die man bei einem Widget verändern kann. Das ist ähnlich wie mit zum Beispiel Hintergrundfarbe und Zeichenfarbe und diese ganzen Sachen, ne? Also BG und FG und Font, wenn ich eine Schrift mit dabei habe, wo ich den Font einstellen kann. Diese Sachen, die gehören hier rein. Und so. Das ist das Erste. Und wir können uns das jetzt gleich schon mal anschauen, wie das aussieht. Und da seht ihr, es sieht noch nach gar nichts aus. Aber das ist auch klar. So, ich definiere mir ein Dateimenü ist gleich, und das mache ich mit Menü und Leiste. Das kommt dort rein und dann schreibe ich Leiste. Punkt. Und jetzt kommt dieser neue Befehl addCascade und da hinten gebe ich die Optionen an Label ist gleich in Datei und das Menü ist gleich das Dateimenü. Entschuldigung. So,
Und das war es im Prinzip auch schon. Jetzt lasse ich das Ganze nochmal laufen und wie ihr seht, seht ihr nichts. Und zwar weil Cascade, ja, da muss man so ein bisschen aufpassen. So, und jetzt stimmt es aber so. Und ich habe hier oben jetzt ein Menü mit einem Untermenü. Und wenn ich das Untermenü öffne, dann seht ihr hier so ein trauriges kleines Fenster. Das werden wir aber dann im nächsten Video ein bisschen fröhlicher machen. So, jetzt mache ich noch mein Edit-Menü. Das erstelle ich genauso. Ist gleich Menü-Leiste. Und ich mache hier im Prinzip nichts anderes, als dass ich ein Widget aufrufe oder einen Konstruktor von einem Widget und hier den Master übergebe. Und der Master ist mein Menü und das ist genauso ein Menü. So, der unterscheidet also, das ist der gleiche Konstruktor, bloß einmal macht er mir dieses Quermenü und einmal macht er mir so ein Menü zum Aufklappen. So, aber darum muss ich mich gar nicht kümmern, das macht er automatisch. Und bei Leiste gebe ich jetzt auch hier @cascade an und Label ist gleich Edit und das Menü ist gleich das Edit-Menü. So. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Und das können wir mit jedem Untermenü machen. So, und je nachdem, wie viele ihr habt, seht ihr schon, wird das eine ganze Menge an Schreibarbeit. Gut, aber so wissen wir jetzt erstmal oder wisst ihr jetzt erstmal, wie man ein Untermenü erstellt und wie man das auffüllt. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einmal Daumen hoch. Und wir machen beim nächsten Mal gleich weiter mit dem Erstellen von Untermenüs. Bis dann!